Hallo, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Chemist Team of Memories. Im letzten Part haben wir das Schloss und Tals erreicht. Heißt, wir können uns anders umstellen. Ich bin allerdings gerade noch mal im Überlegen gewesen, ob ich nicht noch schnell auf Level 61 gehe. Da sind wir nicht auf dem gleichen Level wie Sora damals. Und ich meine, ein bisschen mehr Leben kann ja nicht schaden. Von dem her mache ich hier nochmal schnell mit Ring der Dunkelheit. Dann sollten wir die 10.000 Erfahrungen auch schnell zusammenbekommen, die der Levelanstieg benötigt. Vor allem, wenn es so schön gehen kann. Aber Miki und die Sache hat sich eigentlich auch erledigt. Ja, okay, es sind halt so 6.000 Erfahrungen, die ich brauche fürs nächste Level. Naja, geht das sogar noch ein Ticken schneller. Dass sie halt so viele Gegner oft auch um die kleinen Werte haben. Achso. Ein bisschen doof. Erfahrung geben. Die haben jetzt, ich glaube, knapp 1500 gegeben. Weil man die alleine geben schon über 500. Das sind halt deutlich weniger. Ich sehe, es zwang sich nicht alle Gegner aus hier. Ah, das sind wieder die, wo so viele kommen. Da ist am besten einfach schnell alle zu erledigen. Es geht es halt mit dem Sinister hier theoretisch, wenn die auf der gleichen Ebene wären. Ja.
was anderes mit Mickey machen. Schon, dass man die irgendwie trifft. Das ist im Modus wohl einfach nicht so gut. Okay, das ist dann eine neue Kombination, die hatten wir noch nicht. Sind das doof zum Kämpfen? Na gut, ein Kampf, zwei Kämpfe noch. Ja, es sind noch genügend Kämpfe, Gegner. Das waren die falschen Gegner. Wobei, das sollte auch reichen, wenn ich die erledige. Aber alle ruhig stellen. Von alle ruhig stellen. Level 61, das was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Jetzt sind aber noch Gegner übrig, egal. Auf für den Kampf gegen Anson. Eine neue Karte habe ich hier nicht bekommen, Schluss, nö. Ich sehe jetzt irgendwo wieder eine Kerze, jetzt wo ich nicht weiß, was die macht. Auf den letzten Kampf. Komm heraus, Anson. Ich kann dich spüren. Ich weiß, was du alles kannst. Deine Fähigkeiten mit der Finsternis anzugehen ist greifend. Es greift so. Ich verstehe dich nicht. Warum nimmst du die Finsternis an, aber lehnst mich ab? Wir beide sind uns ähnlich. Wir beide folgen der Finsternis, wohin sie uns auch führt. Wir existieren doch irgendwie gleich hier rum. Also warum verleugnest du mich? Vielleicht fürchtest du sie. Vielleicht fürchtest sich ein Teil deines Herzens immer noch vor der Finsternis. Falsch. Die Wahrheit ist. Deine Aura bietet mich einfach nur an. Und du bist ein Narr. Dich auf einen Kampf mit mir einzulassen. Ich hab dich schon einmal beherrscht. Du müsstest wissen, worauf du dich einlässt. Das tue ich auch. Ich habe alle Macht genutzt, die du mir gegeben hast, und dennoch gegen Sora verloren.
Deine Macht beeindruckt mich also nicht. Nun denn, da stürzt in den dunklen Abgrund. Okay, ja. Du kannst gerne damit aufhören. So viel blocken kann. Komm schon. Gedacht. Unverschämter Bengel. Hansen. Du bist erledigt. Wohl kaum. Es gibt die Finsternis. Mein Schatten lebt weiter. Ich werde zurückkehren. Ich weiß, du wolltest das alleine erledigen, aber jetzt was Hilfe kann nicht schaden, oder? Lass uns gehen, Rico. Und Rico, was kommt als nächstes? Gehst du nach Hause zurück? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sie ist noch hier, seine Aura. Sie ist schwach, aber noch da.
Erst wenn er weg ist, kann ich nach Hause zurückkehren. Sein Fenster hat mich womöglich noch in ihre Gewalt. Der Dunkelheit gehört dir, genau wie dein Licht. Und jetzt dachte ich immer, Fenster sei nur böse. Aber durch meine Zeit mit dir sehe ich das jetzt anders. Du hast einen Weg gewählt, an den ich nie gedacht hätte. Licht und Schatten, Rücken an Rücken. Durch dich werden sie miteinander vermischt. Ich möchte sehen, wohin dieser Weg führt. Wenn du einverstanden bist, möchte ich diesen Weg mit dir gehen. Eure Majestät, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Du kannst ruhig aufhören, mich so zu nennen. Alles gut, mein König. Soll ich mich jetzt schauen? Zum Weg ins Licht oder den Weg ins Finsternis? Weder noch. Ich nehme den Mittelweg. Damals den dämmerigen Weg zur Nacht? Nein. Der Weg in den Morgendämmerung.
gehe diesen Weg allein, ohne dich. Und vergesse, meine Versprechen zu erneuern. Und dich am Ende dieses Wegs zu treffen. Ja, okay. Da hätten wir Kingdom Hearts Chain of Memories. Jetzt ganz beendet. Also nicht die Historie, sondern jetzt auch die Rico-Story. Ja, ich habe verdrängt, was ich damals erwähnt hatte, gesagt habe. Egal. Ist auf jeden Fall das einzige Kingdom Hearts, das so in der Art mit den Karten existiert. Glaube ich. Zumindest gerade so im Kopf zu haben. Okay, die Mechanik hat sich schon mal leider nicht durchgesetzt. Finde ich ein bisschen persönlich gesehen schade, weil es halt einen extra Touch zum Gameplay gegeben hat. Aber egal. Ich fand es auch ein bisschen doof bei der Rico-Story jetzt, dass man nicht so über Sora-Kombos dazu bekommen kann. Bei Sora konnte man ja durch Levelanstieg wählen, dass man da Kombos dazu bekommen möchte, beziehungsweise Kombos auch finden bei speziellen Truhen, wenn ich es noch recht im Kopf habe. War jetzt bei Rico leider nicht so der Fall. Der hatte nur seine drei Kombos und das war's. Okay, dafür ging die Story auch nicht so lange. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, knapp 25. Part, wie ich es angekündigt hatte. Gesagt habe. Vielleicht auch knapp genau am 20. Part. Naja, muss ich noch schauen. Aber gut. Ich bedanke mich, wenn man letztes Mal fürs Zusehen. Will das eine Wertung da, es euch gefallen hat. Wenn nicht, was dann könnte ich gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder.